Willkommen zurück bei Wizard 101. Wir kämpfen jetzt gegen Kuthalla. Den letzten der drei Typen hier in der Grotte von dieser einen Quest. Oh, der hat sogar 5200 noch. Ach, scheiße! Sorry, jetzt habe ich die ganzen Prismen noch drin. Ich trottel. Irgendwas ist doch immer, ne? Mist. Oh, der hat hier nur 910. Den kriege ich ja gleich mit einem einfachen Angriff von irgendwas kaputt. Das ist gut. Gut zu wissen. Und die sind schon wieder als erstes am Zug. Wie unfair. Ich hasse das. Was? Oh. So ein Blitzring. Den mag ich jetzt schon mal nicht. Das, weil dafür geht nur ein Pip dann weg. Ein super Pip. Das ist natürlich dann das Gute. Ne? Damit er mich direkt angreift. Ne? Plus 30, plus 25 durch den Ring. Ne? 846. Mit dem ersten Angriff. Scheiße, ey. Das wird ja immer besser hier, ne? Das wird immer besser. Verflucht. Verflucht seid ihr. Da gibt es noch eine Elementarfalle obendrauf. Naja. Auch das werden wir bestimmt irgendwie hinbekommen, oder? Hoffe ich mal. Das war jetzt nicht so wild. Aha, da haben wir den schon mal. Gut, auf den sparen wir jetzt. Benutzt natürlich unser gutes, altes Gletscherschild. Aber jetzt werde ich angegriffen. Und krieg wieder dick was abgezogen. Allein die plus 25%, die mich hier umkreisen, sind schon unfair. Naja, unfair nicht, aber nicht nett. So, 4, 5. Ach, jetzt hätte ich einen super Pip gebrauchen können. Aber ich könnte jetzt auch eine Elementarklinge machen. Weil dann hat mein Angriff gleich, ja, mehr Power, ne? Wissen wir ja. Toll. Jetzt macht er das Schild weg mit sowas. Manchmal hat man den Eindruck, die denken mit, ne? Oh, verflucht. Immer noch kein Super Pip. Dann müssen wir jetzt leider Gottes 4 Pips draufgehen lassen für den Satyr. Was? Jetzt aber bitte eine kritische Heilung. Natürlich nicht. Schade. Jetzt bin ich ja fast so wie gerade vorher. Ach, wie ärgerlich das ist. Hat er mir mit diesem Blitz abgezogen. Kritischer Angriff. Boah, wie seid ihr drauf, Leute? Oh Mann. Tja. Der Kevin Kupferknospe, der so durchspaziert ist durch Drachenfels, der kriegt jetzt einfach mal gehörig eins auf die Mütze, ne? Ja. Häschen, du darfst mir gerne wieder sehr viel Heilung geben. Jetzt habe ich danach keine Pips mehr. Klasse. Boah, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt hat er auch wieder 5 Pips. Das schaffe ich nicht, glaube ich.
Aber wisst ihr was, wenn ich den Kampf jetzt verliere, dann mache ich sowieso erstmal was anderes. Ja, danke, das brauche ich gar nicht. Ach komm, ich mach's einfach, was soll's. Eigentlich war es ziemlich dumm, dass ich das gemacht habe. Ich bin jetzt gleich wahrscheinlich eh tot. Naja. Das Leben ist hart. Machen wir wenigstens auf den. Das brauche ich auf den gar nicht, ne? Hm. Ja, cool, wenn man das auch hier da drauf machen könnte. Ich mache noch eine Feuerfalle auf den drauf. Aber ich werde mir keinen Gehilfen holen. Weil bei dem Kampf geht es jetzt nicht um so viel. Aber hier rechts dieser Typ mit den 800 oder knapp 900 Lebenspunkten. Der ist aber doch ein harter Brocken, ne? Und jetzt noch ein kritischer Angriff plus 30. Oh, da, jetzt bin ich tot. Definitiv. Ja, das habe ich mir gedacht. Schade. Scheiße sogar. Mann, ey. Ihr Schweine. So. Da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Nö. Jetzt bin ich sauer. Jetzt gucke ich mir mal was anderes an. Guck mal, wie blöd er guckt. Ja, jetzt mache ich mich nämlich über dich lustig. Wir gehen jetzt mal hier hin. Machen wir so ein bisschen Pille-Palle. Gibt ja immer noch genug andere Quests. Und das Gute ist aber wirklich, dass ich dann echt mal hier auch dazu komme, andere Sachen zu machen. Ne? Weil jetzt komme ich nämlich ans Überlegen. Okay, ich schaffe es nicht. Ich werde es vielleicht beim nächsten Mal schaffen. Aber langsam bräuchte ich mehr Power. Und vor allem Widerstand, Resistenz brauche ich mehr. Jetzt muss ich nicht ein bisschen überlegen. Brauche ich andere Karten? Brauche ich andere Kleidung? Wie komme ich dran? Was mache ich am besten? Muss ich jetzt hier rein? Ach so, nee, Stern von Celestia wollte ich doch jetzt nicht holen. Ja, das ist ja sowas Lächerliches. Genau, machen wir mal das. Was ist denn der Beobachtungsposten? Naja, und dadurch komme ich jetzt ein bisschen an zu überlegen, wie ich es am besten mache, nicht wahr? Was ja auch gar nicht so schlecht ist. Beobachtungsposten ist hier oben. So, wir wollten uns mal gerade meine Werte angucken, ne? Pff, ach du liebe Güte, ach du liebe Güte. Guckt euch das mal an, das ist ja lächerlich, oder? Schaden habe ich nur auf Feuer 46%. Resistenz nur Blitz und Eis gegenüber. Alles andere vernachlässigt. Da muss schon ein bisschen mehr her, ne? Oder? Das sieht nicht so toll aus. Was haben wir denn hier? Weitere Charakter. Kritische Trefferrate bei allem 44. Blockrate bei allem 60. Superpips 68%. Mhm. Heilung ein ab 21. Sehr gut, okay. Abzeichen, das ist mir völlig egal. Zeitfelder. Was ist das denn? Minus 394.111? Verstehe ich nicht. Naja, ist auch egal. Sorry. Jetzt gehen wir erstmal hier ins Basislager und sammeln einfach nur läppisch ein bisschen Altmetall ein. Das werden wir ja wohl noch hinbekommen, oder? Und dann werde ich mir gleich doch tatsächlich mal... Sind wir jetzt im Beobachtungsposten? Ja.
werde ich mir gleich tatsächlich mal nochmal die Handwerker-Quest angucken, weil zum einen natürlich Wasserwerk immer wieder gesagt wird, wegen Rüstung und so, aber Wasserwerk dauert relativ lange. Auf der anderen Seite wird gesagt, okay, du kannst dir aber auch super Sachen handwerken. Das ist natürlich immer ein bisschen aufwendiger, ne? Truhen habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Was war das denn? So. So, jetzt hätte ich aber dann auch gern etwas altes Metall. Hallo? Kuckuck. Ich denke immer, das ist ein Gegner. Vielleicht liegt er hier hinten was rum. War das nicht sogar tatsächlich so? Nee, da liegt eine Karte. Sammelquests. Sammelquests. Ich kann mit dem auch nicht mehr sprechen, ne? Warum läuft denn hier rum? Tja. Das ist sowas, ne? Altmetall sammeln. Juhu! Das Thema hatten wir schon so oft, ne? Aber irgendwo muss es ja sein. Die Promenade. Auch interessant, dass jetzt hier gar nichts gerade ist, ne? Aber auch wirklich überhaupt nichts. Als würde man mich ärgern. Das nehme ich jetzt total persönlich. Grummel. Ups. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Hilfe. Nicht, dass ich deswegen aus Versehen in den Kampf reinkomme. Das ist die blöde Grotte. Hallo. Ist ja nicht zu glauben, oder? Das Doofe ist, dass ich das alte Metall ja auch hier sammeln muss, ne? Und das nicht einfach irgendwo sammeln kann. Zum Beispiel in Malibone. Hallo? Alter Schwede, ey. Hier ist ja wirklich nichts. Das ist ja eine Frechheit. Beschaffe Altmetall. Tja. Da müsste man nur die Schrottis fragen. Die wissen auf jeden Fall, wie man an Altmetall kommt, ne? Und da verschwimmen immer so ein bisschen dann die Grenzen der, ja. Die Grenze zwischen legal und illegal, die verwischt so ein bisschen bei den Altmetallhändlern, ne? Hast ein Fahrrad in die Straße gestellt, zack, eingesammelt. War doch Altmetall. Was haben wir denn hier? Ach, ein Teleporter. Ach, so sehen die hier aus. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, ne? Das auch mal wieder in Angriff zu nehmen. In Anspruch zu nehmen. Ja, super, hier ist gar nichts. Wir gehen mal zu Winfried. Hey, Winnie! Ich bin's, der Kevin. Hast ein bisschen Altmetall für mich? Nix. Absolut tote Hose hier unten. Hier nix zu sehen. Da liegen schon wieder die Pläne rum. Von diesen ganzen schlampigen Leuten hier. Die nicht auf ihre Sachen aufpassen können. Ingenieur? Das hat eine... Ach so, der hat auch noch eine Quest für mich. Ja, ja. Beziehungsweise ich bin bei einer Quest. Die ist irgendwo gelockt. Ja, was soll das denn hier? Ich hasse sowas. Da unten liegt eine Muschel, na super. Vertreiben wir uns jetzt echt den Rest der Folge. Naja, ich meine, die Folge ist jetzt auch quasi zu Ende. Ne? Aber hier ist nichts. Das ist ja der Hammer. Nordbert. Dann gehen wir mal nach Brennard. Ich habe jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm, wo hier was rumliegt. Naja, ansonsten gucke ich gleich mal offscreen. Nee, eigentlich will ich ja Folgen produzieren. Und weil ich das muss.
ich sonst in die Betrouille komme. Aber wenn ich mal Zeit finde, gucke ich so einfach nebenbei nach Altmetall. Weil das ist ja auch mega langweilig, ne? Was liegt denn da? Forschungsnotizen, steckt sie euch doch sonst so in. Ist da nicht zu glauben. Nix ist hier. Ist das ein Witz? Dass ich mir hier Altmetall beschaffen muss? Hier ist nix. Gibt kein Altmetall. Könnt ihr sie hören, die Schrottis? So, genug jetzt. Kennt ihr die Melodie? So hören sich die Schrottis zumindest hier bei mir in der Gegend an. Tja, ne, dann gucke ich da mal offscreen, wie und wo ich das bekomme. Ciao, aber nicht jetzt. Tschüss.